Als wir mit den Uhren, als ich mit den Uhren begonnen habe, war mein Fokus eigentlich auf Gehäuse, auf die Bedienelemente, das einfach fast unzerstörbar zu machen. Ne? Das ging so schön dahin. Wir haben immer schön Werke bezogen aus der Schweiz, eingeschaltet und in unsere schönen Gehäuse verpackt. Aber es, wie allen bekannt ist, oder den meisten bekannt ist, wurden die Uhrwerke dann reglementiert. Es gab eine Verknappung. Und dann haben wir auch gesagt, was sollen wir machen? Ne? Sollen wir das ganze Projekt sterben lassen oder versuchen wir selbst Werke zu bauen? Und dann sind wir einfach den Weg gegangen, der Manufakturkaliber. Ne? Also vor der Entwicklung des Eigenkalibers, des Manufakturkalibers, wurden erst die Komponenten entwickelt, wurden getestet in Schweizer Kalibern, zum Beispiel das ETA 7750, da haben wir eine Spirale entwickelt, da haben wir das Federhaus neu entwickelt, wir haben ein Rotorlager entwickelt mit Keramik. Diese Komponenten wurden dann vorab schon getestet in bestehenden Kalibern und dann übernommen in unsere Manufakturkaliber. Sind wir weit über 90% Eigenfertigungsanteil bei den Manufakturkalibern. Damascus started to develop its first in-house movement in 2008. The silicon hairspring was used because we wanted to use a more efficient material to make it anti-magnetic, to make it thermostable, to have something modern in a mechanical watch. Damascus has about 150 patents. About 30 of them are at the movement or movement components. For example, the EP pulley silicon spiral spring is covered by 3 different patents that contains the shape, the way of producing them, and the way of coating them for making them thermostable. When we started to work with fully silicon in 2008, we were the first one. Even today, we are the only one to work with this material. Ball bearings are used in Damascus movements, for example, in the rotor or in the winding systems, so they can run at high speed without lubrication, and they work for years without any servicing. In former times, you had chronograph calibers like the Lemania 5100 with the central minute counter, and we wanted to have a modern caliber with the same function to have a clear minute counter that can be read under extreme situations. The DC80 is a chronograph with a center minute counter. It's our first step in making our own chronograph movement. The caliber used in the DC80 is called the DU51. The base is still ETA 7750, but about 50% of the parts are changed. In the DC80, we have a jumping minute hand because we wanted to have it clear exactly jumping. Now 1 minute is over. In the future, there will be different complications on the DU51, I think the customers will love. In the ESI models, we get a hybrid model. It's a classical 7750. But the oscillating system is made out of silicon, and you have the ceramic ball bearing in the rotor. Wir arbeiten an einem neuen Kaliber. Ein Kaliber, das Stand der Technik ist, der Jetztzeit. Das heißt höhere Gangreserve, flacher, einfach. Ne? Es wird in Zukunft eine größere Palette geben von Damascus. Auswahl an verschiedensten Technologien und hoffentlich auch mal an anderen Werken noch. Und das wird die Challenge, die Aufgabe der Zukunft sein.